zum Shuttle. Bringen Sie uns in eine erhöhte Position. Was soll ich tun? Sag Alten, wir sind bereit zur Abholung. Ja. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Battlefront. Wir sollen im imperialen Shuttle stehen. Und wie viele Waffen laden wir ein? Null. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Oma. Ich war sehr präzise, was die Missionsparameter angeht. Alten, sind Sie noch da? Du bist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Oh, ich sollte nicht durch die Lava latschen, das tut weh. So, ich muss mir einmal kurz angucken, was der denn kann. Hier, Scan haben wir einmal. Scannt ihr Wingo Audit Gegner und deckt in Deckung und zeigt sie für alle Verbündeten an. Das ist hier in dieser Mission der letzten Folge halt auch ziemlich oft passiert, dass man ziemlich viel gescannt hat und so die Gegner auch durch den Rauch gesehen hat, wegen der Wärmebildkamera und Schnickschnack. Ja, Fahrzeugabwehrrakete können wir auch mal probieren und Granatwerfer mit F. Bin ich mal aus. Wir haben jetzt natürlich viel Schaden bekommen, weil ich so doof war und dadurch diese Lava gelaufen bin. Springen kann der leider nicht. Okay, probieren wir mal. Hier den. Haben wir natürlich null Schnitte. Können gerne noch mehr rauskommen, wenn die auf die Fresse wollen. Ich bin am Start. Okay, jetzt putzeln wir wieder die Füße weg. Repariert sich aber auch ein bisschen. Dann machen wir das doch mal hier gerade. Komm. Wird ausbrechen. Stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lasse mich überraschen. Ja, ich gebe zu, wir haben hier eine kleine Katastrophe ans Laufen gebracht. Machen wir den hier. Es läuft doch wie am Stühlchen, oder? Einfach mal rein. Falls da noch einer rauskommt, sein Köpfchen da rausnimmst. Alles cool. Das kennen wir noch mal gar nicht. Boah, wie die da richtig rasiert werden gerade. Oh, Waffe irgendwie wälzt. Da sucht man aber auch einfach rein, du. Ich hätte gerne dieses Fahrzeug. Bam. Der Vulkan macht ein bisschen Probleme. Einmal müssen wir uns das anschauen. Komm, einmal hier, Bildungsauftrag. Da geht gerade alles in die Luft und da seht ihr auch den Vulkan und alles. So, wenn man schon mal in so einem tollen Ding runter... Alter, das Shuttle ist unten. Wenn dieser Kampfläufer nicht fliegen kann, sind wir am Ende. Was für ein Arsch. Nur weil ich euch den Vulkan gezeigt habe. Ich glaube, das liegt an dem Vulkan. Alter Schwede. Wird immer besser. Tolle Idee, Lando. Tolle Idee, als er da die Fabrik geschwingt hat. Bin ich froh, dass sie es auch werden. Okay, Kumpel, danke. Ha, siehst du, hab doch gesagt, wir schaffen das. Perfekt. Lief doch wie am Schnürchen. Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Sallust. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können. Und genau das machen wir. Das sieht aber heftig aus. Karabast! Ich empfange eine Menge Notsignale. Verdammt, sind das viele. Del, die Corvus gehört Ihnen. Luftsicherung. Triff und ich helfen am Boden. Einen Moment noch. Aiden. Komm gefälligst wieder, ja? Passen Sie gefälligst auf mein Schiff auf, ja?
Hey, Schwiff, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch, mein Freund. Danke, Dad. Deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. Der arme Schwiff, oder? Okay, es geht wieder in den nächsten Wing. X-Wing, ne? Wie sie ihn hier nennen. Ich finde, das sollte man als X-Wing belassen. Solche Sachen sollte man gerne versetzen. In den TIE Fighter ja auch nicht Schnipskämpfer, aber hier gibt es zwei Probleme. Oh oh, wenn das Ding startet. War ja klar. Nicht der munterste Start. Hey, wir leben noch. Da? Wo können wir helfen? Ich habe zwei Notsignale bei Ihrer Position. Wir sehen nach. Was für eine krasse Schlacht. Na komm, geh schon auf. Bam. Sehr schön. Einmal kurz zur Reparatur. Zacke die. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Wir sollen ja auch gar nicht unbedingt kämpfen. Wir sollen ja das Ziel erreichen. Ich würde mir gerne nochmal kurz hier die Droidenreparatur, vierfache Laserkanone. Ja, das kennen wir alles. Okay, Feuer des Protonentorpedo. Okay, ich mag den X-Wing. Ich mag den. Hi, bist du unterwegs zu einem Signal? Ja, eigentlich am coolsten, wenn ich ehrlich bin. Yeah, einmal seitwärts. Ich habe euch erwischt, wie ihr den Kopf gerade gedreht habt. Bomba! Es geht los! Okay, das ist interessant. Schön! Jungs. Für das Inferno. Verdammt. Ja, Mann. Das war's. Zumindest für den. Boah. Guter Schuss, Versio. Hier ist er, der kleine Bengel. Da bist du ja. Ich hab da so eine kleine Sache, so eine... Okay, oh. Das war's. Commander, der abgeschossene Sternenzerstörer schickt Bomberverstärkung zu einer imperialen Forschungsanlage im Carbon Ridge. Die Anlage ist ein Hauptziel der Republik. Nein, wir könnten die Bombe aus dem Hangar heraus abfangen. Gute Idee. Suchen Sie einen Landeplatz. Boah, wie krass das aussieht. Ich wollte hier gerade nochmal rüberfliegen, weil es einfach so krass aussieht. Also echt Respekt. Alter Schwede, was hier abgeht, oder Freunde? Oh Mann. Das macht ja Spaß, aber sollten wir nicht zu dem Sternenzerstörer fliegen? Da dröhnt ja die Ohren weg. Es war meine Idee. Aber wie schalten wir den Hangar ab? Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Ferndetonatoren. Na, ist aber unrealistisch, dass wir den Vogel nicht getroffen haben. Okay, einmal Spezialfähigkeiten checken. Was haben wir denn da am Start? Heilung. Okay, cool. E. Impulskanone und Schock. Schock. Der Detonator auf Q. Ich glaube, ich nehme mal lieber das Gerät hier. So, sieht ja schön aus hier. Oder? Schiff, was sagst du? Dir gefällt's auch, ne? Echt unfassbar. Also Setting, Grafik und so. Das ist, wow. Das ist richtig großes Kino. Gut. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Unsere Bomber halten die Republik im Moment auf Distanz. Und alles an Ausrüstung zusammen. Oh, das sind viele, aber ich glaube, das bringt alles nichts. Angriff. Oh. Technischer Angriff aller Zeiten. Incoming. Jetzt einmal Heilung probieren. Heil mich mal bitte. Vielen Dank. Offizier gesichtet. Das sind viele. Erstmal gegen die Wand geschossen, Fette, ey.
Und das bei so einer Mission, wisst ihr? Boah. Nein. Oh, fuck. Die Henne. Das können wir nicht tun. Schön. Auch schön. Ich glaube, ich wechsle hier nochmal auf die. Okay, jetzt ist es echt besser, mit der zu fighten. Ja. Boom. Vielleicht doch nicht besser. Ich nehme es zurück. Alter, Headshot von hier? Ja, wir streuen das Ding einfach rein. Da haben die keine Schnitte. Wenn ich das richtig sehe. Warum tauchen da immer wieder welche auf? Das ist ein Lebensmüder. Oh, das ist noch ein Lebensmüder. Boah. Fiese Map. Zack. Boah, langsam muss doch mal reichen. Den holen wir uns auch noch. Komm raus, wo immer du bist. Komm raus. Du kannst dich auch ergeben. Wir sind eigentlich ganz nett. Das war Sie will nicht. Der Weg zum Hangar ist frei. Wir brauchen die Detonatoren. Detonator. Die werden nicht reichen. Sehen Sie sich weiter um. Mehr Detonatoren. Mehr Explosionen. Zeit, den Hangar endgültig abzuschalten. Na toll. Dein Jäger greift an. Schwere Waffen finden. Sofort. Na, da haben wir doch zufälligerweise was. Was? Ich hab das Ding genommen, erwischt den richtig geil und dann haut er mir in die Fratzke. Das war doch zu schön, um wahr zu sein gerade. Alter, und jetzt hier. Na top. Eigentlich war das nämlich top. Okay, Kopfhänzi. Was? Und Scharfschützen auch noch? Heilung bitte. Okay, pass auf. Jetzt probieren wir's. Danke. Geh. Das Ding hier. War ich eigentlich gut. Ja, Mann. Das haben sie nicht erwartet. So, sehr schön. Ah, das war einer. Oh, wieder der runterrutscht. Oh, das tut mir aber leid. Oh, guck mal, wieder der runterrutscht. Wer will nochmal runterrutschen? Alle Wasserbad. Wellenbad Kastrop-Rauxel. Kastrop. Okay, ich glaube, das war's, ne? Wir können die, glaube ich, getrost wieder loslassen. Und der nächste bitte. Genau so. Ja. Detonatoren sind scharf. Also schön. Dann nehmen wir raus hier. Schnell. Ach. Ja, ist doch mal aus. Obwohl die Waffe eigentlich ganz geil war, oder? Ja. Geht schon. Geht schon klar. Einmal auch ein bisschen Abwechslung. Okay, da kommen natürlich jetzt 100 pro richtig viele. Ach, war ja klar. Truppentransporter. Dann schießen Sie weiter! Das muss das Rettungsteam sein. Zu den Schiffen! Oh, das ist nicht gut, was ich gerade mache. Auf dem Weg mit Ihnen! Ich bin zu sehr am Rushen. Wir kriegen mal gerade eine Heilung von hinten. Weiter so, wir haben es fast geschafft. Alter, jetzt habe ich die Waffe aus Versehen gewechselt.
Jetzt werden es aber viele hier. Wir müssen uns erstmal zurückziehen, bevor wir das schaffen hier. Es sind zu viele zum drauf losrennen, da gehen wir auf jeden Fall drauf. Kann doch nicht wahr sein, der alte Lurch. Da ist noch einer. Das muss jetzt ja wohl reichen. Jetzt renne ich einfach, komm. Jetzt schnell hier hoch. Schnell, renn, Junge. Sarazar, du packst es. Dachtet ihr, denkt ihr euch hoffentlich. Und ab wieder in den Ixi. Oh, andere Seite. Ja, hereinspaziert. Hoffentlich waren das genug Detonatoren. Ich denke schon. Wunderschön. Fühlt sich so etwa wahr? Hier ist Starhawk Unity. Wir finden keine Lücke in der imperialen Formation. Wir können nicht durchbrechen. Noch nicht. Wir brauchen mehr Unterstützung. Hört mich jemand? Hier ist Starhawk Unity. Viel los da oben. Bei so einer Schlacht kämpft jeder für sich. Wir sollten uns darauf konzentrieren, dass wir unten sind. Die kriegen das schon hin, die kriegen das schon hin. Was passiert, wenn wir ihrem Vater begegnen? Wir haben seine Spur so lange verfolgt. Ich weiß wirklich nicht, was passiert, wenn wir ihn jetzt finden. Konzentration. Er ist nicht die Mission. Ja, wir nähern uns einem Notsignal. Stellen Sie durch. Ja, Mann. Hier Captain Lindsay. Unser Schiff ist abgestürzt und imperiale Kampfläufer dezimieren die Überlebenden. Wir müssen weg! Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich! Hai-Jäger im Anflug. Holen Sie uns. Einmal kurz zur Reparatur ansetzen. Jäger zerstört. Ja, Mann. Hier ist Commander Aiden Versio, Inferno-Trupp. Hilfe ist unterwegs, Captain. Wir kommen. Inferno! Die AT-ATs nähern sich der Absturzstelle. Geben Sie uns Deckung. Wir landen bei Ihrer Position. Danke, Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen Sie hin. Na, da bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen, ey. Das kann heiter werden, ey. Waffe zücken und weiter geht die Reise. Wir können erst evakuieren, wenn die Kampfläufer zerstört sind. Dann brauchen wir einen Orbitalangriff. Wo ist Ihr Makrofernglas? Beim Rückzug an diese Position wurde es zurückgelassen. Triff und ich holen es. Sie geben uns Unterstützungsfeuer. Junge, Junge, Junge. Ja, wir müssen die Stellung auf jeden Fall einnehmen, bevor wir da uns mit den Läufern anlegen. Okay. Hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Hier ist Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Orbitalbeschuss, hier! Orbitalbeschuss, Treffer! Sehr schön. Zerstört das Teil nur leider nicht. Okay. Guck mal einen an. Dann nehmen wir es halt wieder selber in die Hand. Oh. Dann machen wir damit die Kleinen fertig. Okay, ich glaube, das ruhig jetzt. Zumindest nicht jetzt. Haben wir noch einen Orbitalangriff? F2? Sehr schön. Ah, der schaltet sich sehr schnell wieder frei sogar. Okay. Sehr super. Sehr gut. Nochmal, komm nochmal. Verdammt. Knappe Kiste. Bestätigt. Der AT-AT ist zerstört.
So, und jetzt machen wir die fertig, die Kleinen hier. Die Kampfläufer kommen immer noch. Gleich nochmal ein. Die Kampfläufer sind zu nah. Okay, den einen müssen wir noch platt machen. Kriegen wir auch noch hin. Okay, da könnten wir vielleicht ein paar von unseren Jungs treffen. Wir brauchen mehr Orbitalangriffe, Inferno. Ja, Mann. Okay, den Rest gehen wir eben jetzt mit dem Ding. Das ist ein schwerer Schütze. Oh, fantastisch. Weiß ich, wir verstärken uns ein. Oh, fuck. Wir müssen die Kampfläufer mit mehr Orbitalbeschuss erwischen. Es funktioniert, Inferno-Truppen. Okay, wir bleiben dran. Einmal im Hintergrund. Viele Kollegen haben wir nicht mehr für die Nummer. Scheiße, Mann. Komm, nochmal drauf, nochmal drauf. Und dann fehlt nicht mehr viel. Da fliegen die Dinger, ey. Noch ein Treffer, dann war's das für ihn. Okay, nochmal und zack. Hier in Deckung bleiben. Orbitalbeschuss erfolgreich. Sehr gut. Der zweite AT-AT ist zerstört. Mehr können wir leider nicht tun, Commander. Starhawk zieht weiter. Es reicht, Starhawk. Und danke, dass meine Menge leben wird. Inferno, wir müssen zur Evakuierungszone. Hier in Sand! Da, bring der Captain Lindsay hier weg. Unterwegs zur Abholung, Commander. Verdammt! Alter! Ich hab's doch gerade geschafft, wollte gerade darüber rennen. Oh, Manu. Manu. Inferno, wir müssen zur Evakuierungszone. Hier in Sand! Da, bring der Captain Lindsay hier weg. Unterwegs zur Abholung, Commander. Oh. Imperiale Verstärkung! Ach du Kacke. Das könnte mal ein interessanter Fight werden in der nächsten Episode, liebe Freunde. Bis dahin. The Empire's time has come. This is not our mission. I am your commander. Stand down. You take orders from me.